So, da bin ich wieder. Alles wie immer. Ich habe jetzt wieder dieselbe Liga. Ich hatte halt noch nicht genug Spiele mit Walker gemacht. Spiele sage ich schon. Dingens. Ja, egal. Ich würde sagen, es geht weiter mit der Story. This may well answer a few questions. What I am about to tell you is the unclouded truth. I swear it on my honor as a Quado. Listen to me very carefully, for I shall tell you the truth about my son Seymour. His mind is closed, even to me, a maester of Yevon. But I can feel flames of darkness burning in his heart. He is using Yevon, the Quado, and even the summoners. If he is not stopped, he will surely bring destruction and chaos to Spira. I will leave this world soon, killed by my own son. But I do not fault him, because I was not wise enough. He has suffered and become twisted. I could not protect him and his mother from the world and its cruelty. I will accept death as punishment for my deeds. But whoever is watching this, I implore you to stop Seymour. Stop my son. Wonderful. Will Yuna be all right? Without us, no. Where you going? You saw it, didn't you? Seymour's bad news. But he's a maester. Fine. Stay here if you want. Come on, Waka. Let's at least hear him out. This can't be happening. Ooh. Seymour's bad news. Ja, Seymour halt, ne? Ron, Bavell will hear about this. Verpetzen, oh Mann, ey. Kimari's up ahead. Go. Right. We will protect Yuna from anyone. Even a maester. this can't be happening. If he is truly at fault, it must be done. Richtig, Lulu. Ach, ich kann gar nicht mehr rein. Seymour! Please be silent. Lady Yuna prays to the faith. Make me! We saw Jiskel's sphere. You killed him. What of it? Lady Yuna, certainly you knew of these things, did you not? Well then, why have you come here? I came... I came to stop you. I see. You came to punish me, then.
What a pity. Ah, of course. Protect the summoner even at the cost of one's life. The code of the Guardian. How admirable. Well, if you're offering your lives, I will have to take them. Maester Seymour, I trust my guardians with my life, but they are also my friends. I will not stand by and watch them be hurt. I will fight you too! All right! Irgendwie keine FPS-Vibes. So be it. Ja. Das hier ist Seymour. I knew you were bad news the first time we met. Wir müssen ihn besiegen. Oh, my sincerest apologies. Genau. Seymour! Ansprechen, Schaden nicht, Angriffskraft steigt, glaube ich, um 10 sogar. You may be a maester, but I will still fight. Your eyes, they burn with resolve. Beautiful. Ja, kann Walker noch was? Maester, we must stop this! Ah, this can't be happening! Ja, Walker hat sowieso eine geringe Zauberabwehr, deshalb ist es vielleicht gar nicht schlecht, Walker einfach mal ihn ansprechen zu lassen. Hat er jedenfalls 15 statt 5. Die Dinger haben Protest und Auto Potion, wie man sieht. Aber ich glaube, die sind anfällig gegen Gift und Schlaf. Nee, Schlaf gar nicht, aber Gift vielleicht. Man kann die Wesen die Potions klauen, dann benutzen sie Auto Potion nicht mehr. Nett, die Zangriff auf. Und dann kann man auch Schaden aufmachen. Dass Yuna vergiftet ist, ist ein bisschen nervig. Wie weit ist jetzt? Warte mal. Hab ich. Dann arbeite ich die Runde eben damit. Das Doppelkonfus ist einfach gemein. So, jetzt ist es raus. Der Weißmagier ist nicht mehr konfus. Beides kann wieder was machen. Ich würde sagen, um sich zu schützen, Kälte, Strom, Nässe, Hitze, könnte man jetzt X-Foil benutzen. Kälte, Strom, ne, hey, hat er vorher gemacht? Weiß ich gerade gar nicht.
Dann erstmal so. Ach ja, ich habe den noch gar nicht probiert. Wir kommen wieder Rico rein. Klaut ihn. Natürlich auf Rico. Das wäre das nächste, Nässe und Hitze. Macht nichts. Gucken wir mal Kinaris Flamme an. Yes. Der macht Schaden. Auron. Kommen wir erstmal schön rauf und der stirbt. Schwarzmagie. Ich weiß nicht, ob der anfällig gegen Gravitas ist, aber man kann es mal probieren. Leider nicht. Warte mal, hat er jetzt Vitra? Immer noch nicht. Das macht gar nichts. Kuh wollte ich gar nicht drin haben. Nehmen wir Juna rein. So. Wir wissen also. Okay, Mari war dran, Rico und Tidus war dran, glaube ich. Also, ich weiß gar nicht, ob der endlich gegen Gemach ist. Ich glaube auch nicht. Doch, er ist anfällig dagegen. Interessant. Er ist jetzt ganz schön langsam. Ich weiß gar nicht, Krog kriegt da drauf. Nee. Aber Juna macht schon ganz schön viel Damage. Aber wir können auch gerne mal Walker drauf fangen lassen. Oh. Feel my pain. Come, Anima! Das Anima, harte Tour, ist ganz nett. Das wirklich Böse hier drin ist eigentlich, dass er sehr viel Ekstase bekommt. Ich glaube, das ist ja garantiert immun gegen. Oh, ich kann ja mal ein bisschen drauf zaubern. Kriegt er noch mehr Ekstase. Und jetzt benutzt er Schmerz. Auf Lulu, das ist ein Insta-Kill. Oh, Faith, lend me strength. Genau. Bevor ich das mache, muss ich erstmal Lulu wiederbeleben mit Engel. Und dann holen wir Juna. Ach, Meisterruf muss nicht sein. Mit dem neuen Air. Das ist offensichtlich ein Eis-Eon. Hat einen guten Magiewert, ist sehr schnell. Ist ein Eis-Eon und kann Ex-Eis, ich weiß nicht. Ich mache mal aber mal Ex-Feuer, weil ich weiß, dass hier nur Feuer einsetzen kann. Deshalb machen wir mal so. Und da ich einen guten Angriff mit Juna habe, könnte das sehr viel Schaden machen. Ja, würde ich sagen, das ist viel Schaden.
Sie kann sich ganz gut heilen mit Aisra. Und ihre Ekstase ist magiebezogen, deshalb werde ich sie nicht benutzen. Und putz. Mit einem Nahkampfangriff. Nicht vergessen. That power that defeated Anima, it will be mine. Jo, das ist richtig. Da ich jetzt mal Strom, Nässe, Hitze. Ich werde einen Zauber wahrscheinlich überleben. Deshalb hau ich erstmal auf. Ah, schade. Gegen Eons benutzt er Garzauber. Hätte sein können, dass ich es überlebe. Leider nicht. Aua. Ja. Was sagt man da so? Feuer. Ich hole mal Rico rein. Weil Rico ist zum Glück etwas schneller. Zusätzlich können wir mit Walker reinhauen. Und nochmal die Breitseite verpassen. Jetzt Kimari reinziehen. Feuer. Kälte. Dann machen wir Ex-Eis auf alle. Und dann sollten wir geschützt sein für diese Runde. Und damit ist der Kampf eigentlich auch schon fast vorbei. Wie man sieht. Ich werde mal mit Auron seine Ekstase Holosoderit benutzen für ein Overkill potenziell. Oh, das hat noch nicht mal gereicht. Oh Mann. Okay, probieren wir es mit Ixion. Ixion wird wahrscheinllich mehr Schaden machen als alle anderen mit einem Outhit. Ja. Der Overkill war mir wichtig. Pity me now? Lord Seymour! What happened here? What have I done? Wait a minute, it's not our fault at all. Seymour struck first, he's the bad guy. You did this? Yuna, send him. No, stop! Stay away from him, traitors! We're finished. Now hold on just a minute. Seymour's the bad guy, right? We'll just explain to everyone what happened. It won't be that easy. Let's get out of here. $7,300 für alle. Oh Mann. Schwarzferoiden für Overkill 2 Stück. Das sind, glaube ich, alles Stumm und Sachen. Nein. Shiva. Kann man eigentlich mal gucken, was es gab.
stumm, weil für Riku, naja, Durchschlag, Blindschlag, meh und meh. Also das ist das einzig halbwegs Gute. Für ein zweites Open Slots ist es ganz gut. Bevor wir eine Ausrüstung kann man mal automatisch machen. Jetzt erstmal meine Lieblingsbeschäftigung, wie man bestimmt schon weiß. Erstmal Punkte verteilen. Kraftsferoiden. Wunder. Wie viel gab es da eigentlich heute? Drei. Zwei. Schade. Aber den nächsten gibt es ja auch schon bald. Ist Subvita, ganz tolle Sache. Auron kriegt ein bisschen Abwehr und Leben. Wie es sich gehört als Tank, der Nummer ist. Lulu geht weiter Richtung Guard-Zauber. Ist ja schon sehr in der Nähe. Tidus kommt zu Gemach Gar, glaube ich. Ja. Sehr tolle Sache. Walker. Und dann auch ein Ability Stummschock. Ist ganz gut. Riku wird ein bisschen schneller. Als hätte sie es so nötig, schnell zu sein. Sie ist wo, keine Ahnung. Wie viel hat sie? 26. Und das ist, glaube ich, immer noch der schnellste Charakter, den ich habe. So, Kimari nennt endlich Vitra. Es wurde langsam nämlich Zeit. Hier unten haben wir Shell. Das wäre ganz nützlich geworden und Protoss ebenfalls. Aber das kriege ich doch erst ein bisschen später. Ich wollte mit Kimari aber erstmal noch was lernen mit dem Schwarzheroiden. Gravitas wollte ich nicht, die Radzauber auch nicht. Wo ist Subvita? Da. Ja. Können wir mal komplett durchhalten. Ach so, hier ist eh ein Speichersphäroid. So, Tempel werde ich durchziehen. Der dauert eigentlich nicht ganz so lange. Give me a break. What? Der kann halt lange dauern, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Erstmal du Ding. Der Gute. Das Ding kommt da rein. Achso, ich bin noch gar nicht dran. So. Du.
Da oben einen Spheroiden habe ich noch nie gesehen. Ist so bescheuert eigentlich von mir. Und hier links, dieses lilane Ding, habe ich auch noch nie gesehen. Hat mich erst eine Freundin von mir dazu gebracht, das zu bemerken irgendwie. Weiß nicht, ganz komisches Kino. So, das nehmen wir auch. Damit wäre das erste Rätsel gelöst und jetzt müssen wir noch die Fraktura holen, der da im Eis liegt. Kann man den nehmen? Sonst hätte ich das so gemacht. Auf die ganz einfache Tour. Dann ist das Ding ja sofort fertig eigentlich. Holen uns diesen Fraktura. Setzen ihn in die letzte fehlende Lücke ein. Fortuna-Steroid. Glaube ich aber der Ruhe, deshalb. Jetzt nehmen wir den hier raus. Packen den unten rein und tauschen wir den hier rechts gleich mit dem anderen. Und dann ist das Rätsel auch schon vorbei. Glaube ich nicht mehr 3 Minuten oder 4 Minuten gelöst. Total easy. Also nicht nur, weil man es kennt, sondern einfach nur, weil man so eine Abkürzung hat. So einen Spheroiden einfach rausnehmen kann. Ich weiß gar nicht, was mit dem Spheroiden passiert, wenn man ihn drin lässt. Also ich weiß, dass dann nachher der sich irgendwie tauscht oder so. Aber ich weiß gar nicht, wo der andere Spheroid dann ist. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Aber so muss man das hier nicht alles nochmal machen, kann direkt rein. Fortuna Spheroid ist der Lila, ne? Ja. Ja, dann mache ich erstmal Aufnahmestopp, weil jetzt kommt ein Cutscene fest und dann sage ich mal tschö mit ö.